kurz vor 8. Ja, das war eine nachmittägliche Berechnung. Es weht wie verrückt. Ab morgen soll es halt weniger windig werden. Die Sonne knallt. Ich glaube, die Avocado braucht ein bisschen Wasser. Ja, mein kompletter Garten braucht ein bisschen Wasser. Ich habe jetzt keine Muße. Kaffee läuft gerade durch. Ich gucke, ob ich gleich die Barstühle liefere. Wo ich dann hinfahre von da aus. Das muss ich mir jetzt in der nächsten halben Stunde überlegen. So, jetzt haben wir 1:30. Und jetzt die Frage, ob ich da hinfahre und die Stühle dahin bringe. Denn der Typ meldet sich auf Facebook nicht. Obwohl er gestern irgendwie... Das ist auch ein komischer Typ. Sieht aus wie ein Hawaiianer. Und das Profilbild, da trägt er so eine Trump-Mütze. Neighborhood. Ah. Ich packe jetzt die Stühle einfach rein. Es ist 17 Minuten von hier. Aber das ist mehr oder weniger auf gut Glück hinfahren. Ey, wenn der Typ nicht da ist oder irgendwie Faxen macht. Mann. Ey, es weht so krass, Mann. Es ist einfach so übelst windig. Die Drohne lasse ich zu Hause. Die Schnorchelsachen nehme ich mal mit. Vielleicht fahre ich einfach spontan zur Nordseite. Die Schnorchelbedingungen sollen exzellent sein. So, ich auf Facebook, wenn man da eine Nachricht checkt, ja, dann sieht man, ob die gelesen wurde. Und der liest die nicht. Das heißt, wenn ich jetzt da hinfahre, dann stehe ich wahrscheinlich da. Wie blöder. Habe ich überhaupt keinen Bock. Ja, da fahre ich nicht hin. Ich habe gefragt, ja, ich bin hier fertig, um loszufahren. Und dann habe ich nochmal gefragt, bist du da? Kommt nichts. Nervt mich, Mann. So, jetzt ist die Frage, ob ich jetzt zur Nordseite fahre. Es ist super windig. Die Sonne brennt. Die Stühle einfach einpacke und dann eventuell auf dem Rückweg die abgebe. Oh. Ja, ich habe dem gesagt, zwischen 12 und 2 bringe ich dir vorbei. Jetzt haben wir 2 Uhr. Der hat es nicht. Liest die nächsten Nachrichten nicht. Wenn ich jetzt losfahren würde, dann komme ich genau in den Stau. Also noch nicht. Ich müsste jetzt losfahren, dann käme ich nicht in den Stau. So, mittlerweile haben wir. Was haben wir denn überhaupt? Es hat Ewigkeiten gedauert. 4:10. Man muss ja 3 Requirements erfüllen, damit man irgendwie Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. Von dem ich immer noch keinen Pfennig gesehen habe. Ist immer noch alles pending. Naja, auf jeden Fall muss man Bewerbung raushauen oder sonst irgendwas. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie das denn aussieht mit den, wie man in den Philippinen arbeitet. Denn die haben da EC 130. Komischerweise. Und richtig gut. Naja, auf jeden Fall habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Das läuft da, wenn man den Foreneinträgen Glauben schenkt, ja, so dass man einen Examiner findet, dem seine Unterlagen gibt und der kann das einfach validieren. Und die schnellste Möglichkeit, das zu machen, ist, man steckt dem einen $200 zu. Und der hat freie Hand. Der kann einfach sagen, nö. Und an einem guten Tag sagt er einfach, ja, mach ich. Also auch ohne Kohle. Also, weiß ich nicht. Aber das ist alles immer diese CAA. Diese Civil Aviation Authority. Von den verschiedenen Ländern. Also in dem Fall Philippinen. Fijis ist halt die andere. Da muss ich demnächst mal dem Chief Pilot eine E-Mail schicken, ob das immer noch aktuell ist mit dem Job Anfang nächsten Jahres. Und wenn, ob es Sinn ergeben würde, sich jetzt schon noch damit auseinanderzusetzen. Ey, was? Meine Lizenzen zu validieren zu lassen. Das ist ja auch
nicht ein Drama, aber das nimmt ja einiges an Zeit in Anspruch. Ich glaube, da wird die nächste Papaya reif hier an dem Baum. Die ist so ein bisschen gelb. Ich wollte die diesmal mal früher abnehmen. Denn eine Papaya ist auch eine Frucht, die nachreift. So ist es das absolute Mega-Chaos auf dem Weg zum Strand. Über eine halbe Stunde brauche ich. Ich habe überlegt, sogar hiken zu gehen, auf den kurzen Hike. Aber da brauche ich jetzt fast eine Stunde hin. Ach, der Typ, ne? Als ich losfahren wollte für die Stühle da, die Barhocker. Vor über zwei Stunden schicke ich dem, hör mal, bist du überhaupt da? Kam nichts. Jetzt kommt gerade eine Nachricht von dem. Das Einzige, was er schreibt, ist yes. Alter. Jetzt fahre ich da bestimmt nicht hin. Also wenn er die Dinge haben will, dann soll er sich noch mal ein bisschen anders ausdrücken und was sagen. Hey. Ja, hier im Schatten auf dem Balkon sozusagen, der Terrasse, 27,1 Grad. Hier drin 27,3 Grad. Ja, ich muss auf jeden Fall aufpassen mit den Fenstern hier auf beiden Seiten, denn das weht so dermaßen. Oh, mein Auto steht noch offen. Den ganzen Tag. Ist mein Auto offen, weil ich denn die Dinger hier reinpacken wollte. Ach. Vergessen, man. Seit zwei Stunden steht das Sperrangeweit offen. Oh, Sonnenuntergang ist in 10 Minuten, Tag vorbei. Gott. Ja, der Typ, der hat sich nicht mehr gemeldet, außer diesem einen Yes. Diese beiden sieht man ja, ist ein bisschen zu dunkel. Also ich wäre schon froh gewesen, wenn ich die beiden Stühle losgeworden wäre. Deswegen hätte ich die ja auch umsonst geliefert. Aber wer sich so bekloppt anstellt, da fahre ich ja wahrscheinlich umsonst hin. Ja, das ist immer noch super windig. Knapp 30 Knoten am Flughafen. Der Sonnenuntergang wäre auch nichts geworden. Von daher hier zu Hause geblieben. Ich habe mir YouTube-Videos angeguckt. Da gibt es so einen Channel, der heißt Pilot Debrief. Der erklärt so Unfälle. Das ist natürlich das meiste nicht Helikopter-related. Aber es ist trotzdem schon interessant. So, jetzt esse ich was. Kurzes Workout hoffentlich. Ja, und dann... ja. Keine Ahnung. Das ist ja wirklich interessant, dass die ja alles aufnehmen an der Kommunikation zwischen Piloten und dem Tower und Approach Frequencies während solchen Emergencies. Gucke ich jetzt seit Stunden, jetzt haben wir 20 nach 8. Nichts gemacht heute, Mann. Ja, der Plan ist nicht aufgegangen, was ich heute vorhatte, ne? Die Dinger zu verkaufen und dann weiter entweder auf den Hike oder die Nordseite. Morgen schon Mittwoch, halbe Woche rum. So, ein bisschen länger mit meinen Eltern telefoniert. Die meinten, die hätten schon länger nichts von mir gehört, aber so lange ist es gar nicht her. Ich meine, gucken, dafür mache ich ja eigentlich die Videos. Das war die Intention der Videos auf YouTube, um die... Ne, auf dem Laufenden zu halten, was bei mir so geht. Denn das sind ja schon ein paar tausend Meilen, die ich weg bin. Und als Erstgeborener, ne, wollen wir schon wissen, was der Bursche macht. Aber ja, das hat sich dann anders entwickelt als gedacht. Aber es ist ja auch okay. So, jetzt haben wir mittlerweile, was? 10:30. Ja, morgen habe ich nichts vor. Der Typ, ne, der mit den Stühlen, boah. Also das nervt mich. Aber habe ich jetzt nicht unbedingt viel was anderes erwartet von jemandem, der eine Trump-Mütze trägt als Facebook-Profilbild. Gut, ja, ob ich morgen mal wandern gehe oder hiken oder wie auch immer, das wird sich rausstellen. Hatte ich ja nicht Bock. Muss ja mal wieder. Ob ich einfach hier kurz den Pillbox-Hike mache, danach ins Meer springe oder ob ich an der Nordseite was mache und dann schnorcheln gehe, Shark's Cove. Die Bedingungen sind wahrscheinlich weiterhin exzellent. Das Wetter ist, muss ich gleich erstmal eruieren, hätte ich eigentlich Bock drauf. Und dann ist es nicht mehr auf der Liste von den Sachen, die ich unbedingt noch machen wollte. Oder will. Dann hätte ich das weg von meiner Bucketlist. Und sobald es sich dem Winter nähert, Oktober, ist ja in 2 Monaten, ist Schnorcheln an der Nordseite nicht mehr so gut.
Das heißt, ich muss das unbedingt in den nächsten 4-5 Wochen machen. Oh, es ist so elendig warm. 26,3 Grad. Die Luft steht komischerweise zum ersten Mal heute. Natürlich. Boah. Ich habe mir gerade ein Eis gegessen. Das hat mich runtergekühlt für 5 Minuten. So, jetzt muss ich ins Bett. Schon super spät. Ja.